Bei schweren Unwettern in Südfrankreich sind vermutlich 8 Menschen ums Leben gekommen. 2 Urlauber ertranken an der Mittelmeerküste, ein Mann starb an Herzversagen, 4 Menschen werden noch vermisst. Südlich von Lyon wurde eine Frau von einem Fluss fortgerissen und getötet. Mehr als 1000 Camper mussten in Sicherheit gebracht werden. Nach der Hochwasserkatastrophe im englischen Boscastle in der Grafschaft Cornwall suchen die Rettungskräfte weiterhin mit Spürhunden nach Vermissten. Weitere Überschwemmungen werden befürchtet. Prinz Charles, auch Herzog von Cornwall, besuchte heute den Unglücksort. 4 Menschen starben im Westen Japans durch einen Taifun. 2 Personen werden nach Angaben der Behörden vermisst. Heftige Regenfälle setzten hunderte Häuser unter Wasser. Der Wirbelsturm soll weiter Richtung Nordwesten ziehen.